Samstag bis Sonntag hat dieses Wochenende die 100-Jahr-Feier des ältesten deutschen Flugplatzes stattgefunden. Und wer hätte das gedacht, es handelt sich dabei um den in Griesheim bei Darmstadt gelegenen August-Euler-Flugplatz. Wie bei 100 Jahren Nutzung zu erwarten, hat der Flugplatz eine sehr bewegte Geschichte, sowohl im zivilen als auch im militärischen. Das Jubiläumsevent konnte mit einer großen Zahl historischer Flugmaschinen, vom Doppeldecker über Segelflieger, Kunstflieger bis zu Hubschraubern aufwarten und bot eine hochkarätige Flugshow, die dank des guten Wetters eine große Zahl Besucher begeistern konnte und dem Jubiläum einen würdigen und sehr unterhaltsamen Rahmen bot. Wer wollte, hatte die Gelegenheit, einige der Hubschrauber, zum Beispiel der Bundeswehr oder der Bundespolizei, von innen zu besichtigen oder sich die Technik der vielen Maschinen von Experten erklären zu lassen. Auf jeden Fall ein gelungenes Event für Darmstadt und die weitere Umgebung.